Jetzt haben wir uns hier eingefunden, heute alle festlich gekleidet. Es ist ja der 4. Advent. Und Angelika, was weißt du denn noch so von Weihnachten aus deiner Kindheit? Ja, was weiß ich darüber? Mein älterer Bruder, der hat mich immer geärgert und hat immer zu mir gesagt, ich weiß, was du zu Weihnachten kriegst. Dann habe ich immer gesagt, sag doch. Dann hat er gesagt, nee, du musst mir erst sagen, was ich kriege. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß das nicht. Ja, dann musst du nachgucken. Wo ich mich auch dran erinnern kann. Also mein Bruder hat immer die Schränke durchgewühlt im Schlafzimmer. Und dann hat er auch die Kekse gefunden. Und dann hat er gesagt, die dürfen wir essen. Ne? Also wenn, dann haben wir immer zusammen Theater gekriegt. Und ich war anderthalb Jahre jünger und habe gedacht, na ja, dann hinein damit. Ne? Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, wo sind die Kekse? Da habe ich gesagt, der Jürgen hat gesagt, die dürfen wir essen. Das waren so die Erinnerungen, wo ich mich selbst dran erinnern kann. Aber ich kann eine Story, da kann ich mich aber nicht dran erinnern, aber ich weiß es von meinen Eltern. Meine Eltern sind umgezogen, da war ich ein halbes Jahr alt, mein älterer Bruder 2. Und die sind dann umgezogen, haben endlich eine 2-Zimmer-Wohnung bekommen und hatten keine Weihnachtsgeschenke für uns. Und dann ist mein Vater im Keller, weil war ja noch Holzkohleofen, und hat dann Holz gehackt und so. Und dann hat er ein Schaukelpferd gefunden und ein Teddy. Im Keller? Im Keller, was wohl andere vergessen hatten. Und meine Mutter hat den Teddy noch gewaschen. Aber wie gesagt, ich war erst ein halbes Jahr alt. Und der war noch nass. Anteilig an. Aber ich selbst kann mich nicht dran erinnern. Feuchten Teddy hast du bekommen, ja, zu Weihnachten, aber mit Liebe geschenkt. Bin auch groß geworden. Ja. Auch mit dem feuchten Teddy. Ja, das waren so, was das ich... Das Erste, was dir so einfällt, ne? Ja. Martina, was fällt dir denn so ein? Ja, also ich kann mich auch noch an meinen Teddy erinnern. Der hieß Hans. Mhm. Hans, wie mein Opa. Das Besondere war halt, dass ich sehr, sehr lange daran geglaubt habe, dass das Christkind kommt. Meine Mutter hat da sehr großen Wert drauf gelegt, dass wir Kinder, wir waren zu dritt zu Hause, dass wir ja nicht die Wahrheit erfahren, dass es also wirklich in Wirklichkeit gar keinen Nikolaus gibt und kein Christkind. Und ich habe, glaube ich, bis ich, weiß ich nicht, vielleicht 13 oder 14 war daran geglaubt, dass es ein Christkind gibt. Und meine Mutter, also ich habe immer so ein bisschen so einen Zweifel gehabt, aber die hat das immer sehr ernst verkauft und hat uns gesagt, wir müssen warten. Und am Heiligabend hat sie dann alleine mit meinem Vater zusammen den Tannenbaum geschmückt. Ich wusste das aber nicht. Sie hat uns das immer so verkauft, als wenn das das Christkind macht. Und das war immer so eine besondere Anspannung in uns über Wochen, wirklich die ganze Vorweihnachtszeit und dann auch an dem Tag. Meine Mutter und wir hatten so eine Tür, da war so eine Milchglas davor. Und dann konnte man also sehen, dass dahinter irgendwas ist, irgendeiner da rumwuselt. Aber wir wussten ja nicht, ne? Ich habe immer gedacht, das Christkind stellt jetzt da für uns den Tannenbaum auf. Ja, und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, dann so später, so mit 13 oder 14, dass meine Mutter also Wochen vorher in dem riesengroßen Kleiderschrank im Schlafzimmer die Geschenke für uns da aufbewahrt hat. Und dann haben wir dann irgendwann auch zu dritt, wenn meine Mutter nicht da war, dann, also es war so ein kleiner Schock für mich, das dann zu erfahren, dass es kein Christkind gibt. Mit 13? Ja, das hat schon ziemlich lange gedauert. Ja, wenn er gut verkauft wird, ja, von den Eltern. Meine Mutter hat da sehr großen Wert drauf gelegt. Also das kenne ich. Ja? Ja, mit dem Christkind. Ja. Weil wir hatten ja eine gute Stube. Also auf dem Bauernhof. Ja, ne? Und gegessen wurde in dem Alltagswohnzimmer, ne, noch vorher. Und dieses Geheimnis um das Christkind lag bei uns in der guten Stufe, ne, sozusagen. Und da hat es dann am Heiligabend auch immer geraschelt und gepuschelt und gemacht. Und da habe ich auch sehr lange dran geglaubt, ne, dass es das Christkind gibt. Das hat meine Mutter auch gepflegt. Ja. Ne? Und das ist aber auch eine schöne Erinnerung. Ne? Ich fand das jetzt... Also jetzt so heute im Nachhinein finde ich das eine schöne Erinnerung für mich. Ja, ich finde das auch schön. Und wir haben teilweise auch nachher im Kleiderschrank gesessen, zu dritt, bei den Geschenken, weil wir es gar nicht fassen konnten. Ne? Das Christkind hat da die Geschenke schon für uns versteckt. Das war schon... Nicht aufgemacht? Nee, nicht aufgemacht. Aber wie war es denn bei dir, Rita? Nee, Frau Buschersander war ja noch nicht fertig. Okay.
Ach ja, bei uns hat das Christkind ja auch immer geklingelt. Kennst du das auch? Ja, da mit der Glocke, ne? Und da das Glöckchen, die, das die gute Stube, die, das gute Wohnzimmer, haben meine Eltern immer gesagt, ne? Bei meiner Oma war das, das die gute Stufe. Und lag etwas weiter weg, ne, von Küche und so. Und dann hat es dann irgendwann immer so ganz leise gebimmelt. Und dann wussten wir, ach, jetzt ist das Christkind endlich da. Ne? Sie haben auch noch Geschwister. Ja, genau, mit meinen zwei Geschwistern, ne? Nachher. Am Anfang mit meiner Schwester, mein Bruder ist ja 12,5 Jahre jünger. Ne? Da mussten wir dieses Geheimnis nachher, nachdem wir das dann rausbekommen haben, dass natürlich unsere Mutter dahinter steckte, aufleben lassen. Und das hat uns natürlich viel Spaß gemacht. Ne? Hattet ihr denn da auch in der guten Stube so einen großen alten Kachelofen oder einen Kamin? Nee, den gab es nicht. Wir hatten nicht in der Diele einen Kamin, das war aber nur ein Attrappenkamin. Also, das aber da wurde uns auch immer erzählt, dass der Nikolaus da rausgekommen ist. Ne? Ja, wenn Sie vom Bauernhof kommen, wie ich, dann kennen Sie das ja auch. Das ist Heiligabend ja immer ein bisschen anders als in anderen Familien. Ne? Es muss ja immer auf das Vieh versorgt werden. Genau. Ja. Das ist ganz wichtig. Ne? Es ist zwar Dezember, man muss nicht mehr aufs Feld, aber Kühe, Schweine, Rinder, Kälber, Hühner müssen ja alle noch Heiligabend versorgt und werden. Und ne? Die wurden besonders gut versorgt an Heiligabend. Das war auch so eine Tradition. Ja, doch. Ja, natürlich. Die Tiere wurden sozusagen noch gestriegelt und geschniegelt. Das sollte auch alles schön sein für die Tiere. Ja. Und dann war es auch ein bisschen später bei uns immer. Das war also, wir mussten sehr lange warten, bis die Geschenke kamen oder bis wir dann fertig waren. Ja, die Tiere haben immer Vorrang. Ne, das dauerte halt, wir gingen auch Heiligabend nicht in die Kirche. Wollte ich gerade fragen. Ja. Wir auch nicht. Ja. Wir immer. Ich kenne das ja gar nicht anders. Also, da wären wir wieder bei dem Thema. Ja. Also, wir hatten natürlich auch die gute Stube. Ja. Das kenne ich auch sehr gut. Auch ein bisschen weiter weg von der Küche. Und da wurde dann ja auch geklingelt. Das weiß ich alles. Also, was ich so in Erinnerung habe, auch als Kind noch, wobei man als Kind begreift man das ja nicht so richtig. Mein Vater, also andersrum, es war so, dass jedes Jahr in einem anderen Waldstück der Weihnachtsbaum geschlagen wurde. Und der wurde erst Heiligabend geschlagen. Und mein Vater ging dann mit den anderen Bauern und Männern aus dem Dorf, gingen die dann morgens um 11 an Heiligabend in den Wald und schlugen den Weihnachtsbaum. Und jeder Baum, der fiel, wurde mit einem Schnaps begossen. Sodass er dann auch schon mal, wenn er dann wiederkam, ich sag mal so um 2, 2:30, dann musste der erstmal schlafen und meine Mutter hatte schlechte Laune. Als Kind habe ich das nicht verstanden, weil mein Vater war dann immer total lustig. Ne, der war dann ganz lustig. Mein Vater war eher so ein schweigsamer Mensch und wenn er dann aus dem Wald kam Heiligabend, dann machte der Witze. Dann hat er gesprochen. Und dann wollte er mit meiner Mutter tanzen. Das fand ich natürlich großartig. Die musste das Essen für 10 Personen da vorbereiten. Und das habe ich als Kind nicht so richtig begriffen. Deshalb, da habe ich dann später, als ich älter war, habe ich dann gemerkt, es ist vielleicht nicht ganz so witzig, für meinen Vater schon, für alle anderen nicht. Ja, und dann musste, mein Onkel hat ja, glaube ich, die Tiere versorgt, die lebten ja mit vielen Leuten auf dem Hof, mit vielen Menschen und bei uns war das dann so, dass um 5 Uhr, 17 Uhr, 5 Uhr war der Gottesdienst, es läutete ja dann im Dorf, und strömten alle in die, also jetzt auch überall einbrechen können, so im Nachhinein, das ganze Dorf war in der Kirche und dann wurde, das war auch immer gleich so der Gottesdienst. Der lief auch immer nach dem gleichen Thema ab. Aber das findet man als Kind ja toll, ne? So, wenn man weiß, jetzt kommt das, jetzt kommt das. So, meine Schwester ist ja auch 6 Jahre älter als ich. Die gehörte ja dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu den Konfirmanden. Und die Konfirmandinnen zogen dann ein in so weißen, langen Kleidern. So Kerzen in der Hand. Und ach, das fand ich ganz, war ganz toll. War schon idyllisch, das ne? Das fand ich ganz, ganz toll. Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich erst so alt bin, und dann machen wir das auch. Und das fand ich ganz super. Und dann war ein riesen Tannenbaum. Ja, und dann ging es irgendwann zurück nach Hause und dann wurde ja erst gegessen. Kinderqual, egal. Erst gegessen und dann die Bescherung. Es wurde erstmal gegessen und bei uns war das traditionell Kartoffelsalat und Würstchen oder eigentlich noch mit Spiegelei, später mit Würstchen. Und da hast du ja als Kind überhaupt keinen Hunger, ne? Ich fand das furchtbar, da sitzen und mir den Salat reinschaufeln. Also ich war dann immer ganz aufgeregt und konnte dann auch gar nicht richtig essen. Ja, und dann irgendwann wurde dann gebimmelt, weil gegessen wurde in der Küche, ne? Und ja, später, bei uns halt in und dem dann Wohn- und Esszimmer neben der Küche. Die gute Stube war ja dafür, da war ja dann Bescherung drin, da saß man auch drin dann,
zu dem späteren Zeitpunkt. Aber gegessen wurde erstmal in der Küche am großen Tisch. Und ja, dann hörte ich dann auch das Bimmeln. Und bei mir war das auch so ein bisschen wie bei Ihnen. Mein Bruder ist ja 10 Jahre älter als ich, meine Schwester 6. Die mussten das im Geheimnis wahren für mich. Mhm. Ne? Ja, und genau. Das haben die aber gut gemacht. Also genau. Ich habe schon bis 5, 6, nicht so lange wie du, aber 5, 6, 7 habe ich schon daran geglaubt, also ans Christkind. Und zwar auch Christkind. Ja. Ne? So Weihnachtsmann, das kann ich gar nicht. Also ja, nee, ich persönlich war nicht, auch immer Christkind. Obwohl es den Weihnachtsmann auch gab, weil es gibt eine ganz lustige Geschichte, die mein Bruder da wohl erlebt hat, aber da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber für mich war das Christkind ausschlaggebend. Das war meins. Und immer diese Verbindung mit erst die Tiere füttern, es läutet, wir gehen alle müssen sich schick anziehen, ne? Wir gehen zur Kirche und da trifft man ja dann auch alle, das, auch die anderen Kinder, ne? Und sind dann alle zusammen da und alle waren ganz aufgeregt und dann singt man zusammen die schönen Lieder und am Schluss singt man ja O du Fröhliche, das rührt mich heute noch an, das habe ich letztens ja schon erzählt, wenn ich Weihnachten mal zu Hause bin und wir gehen in die Kirche, und wir singen dann am Schluss ohne Fröhliche. Ja, das ist halt Erinnerung und schöne Erinnerung. Und das, klar, berührt einen das. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn meine Mutter von Weihnachten erzählt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Eure Eltern haben euch ja bestimmt auch erzählt, wie das für die Weihnachten war. Meine Mutter ist 1929 geboren. Da kann man sich ausrechnen, wie alt die 1945 war. Da war die 16. Und sie sagte immer, bis 43 die Weihnachten, da gab es noch alles. Ne, da gab es Geschenke, Weihnachtsbaum, das war eigentlich noch alles okay. Das schlimmste Weihnachten war für sie 1945, als der Krieg zu Ende war. Der Winter muss ja unglaublich kalt gewesen sein. Es gab nichts zu essen, es gab kein Heizmaterial. Und sie sagt, da war die ja schon 16. Das war ein Weihnachten, das ist ihr eingemeißelt. Das würde sie nie vergessen, ne? Weil es halt so anders war. Klar, es war Frieden, sagt sie, du hast dich gefreut, keine Bomben fielen mehr. Das war toll. Aber so am Weihnachten, wie man zusammen war, meine Mutter hat noch 3 jüngere Geschwister, das war ganz anders und irgendwie gedämpft. Es war nicht, klar, du warst ganz glücklich, weil Frieden war und du endlich nicht mehr Heiligabend bei Bombenalarm im Keller verbracht hast. Aber trotzdem, das hat sie mir schon ganz oft erzählt, deshalb glaube ich, dass ihr das so unglaublich im Gedächtnis geblieben ist. Dieses nicht zu essen, kalt, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, ne? Nein, aber sie hat auch schöne Weihnachten. Also davor, da kann sie sich auch noch erinnern, also sie sagte, und das war ja damals 1929, das muss ja dann so Mitte der 30er, als sie so 6, 7 war, da hat sie noch in Berlin gelebt, ist in Berlin auch geboren, sagt so, und wir hatten einen richtig großen Weihnachtsbaum mit roten Schleifen dran und so kleinen Geschenken. Und sagt sie, wir haben immer richtig schön Weihnachten gefeiert auch. Dann die kleinen Geschwister dabei, ne? So sagt sie, das kann sich schon sehr gut dran erinnern, ne? Aber eben auch die anderen Weihnachten, wer so alt ist, der kann sich natürlich auch an diese ganzen Kriegsweihnachten erinnern. Da musste man dann stricken für Stalingrad und all sowas, sagt sie. Das hat ja auch alles hier gestanden, klar mit 14. Ne? Da hast du ja andere Dinge im Kopf als Socken stricken für Stalingrad. Ne? Kann man sich ja vorstellen. Wisst ihr was von euren Eltern? Ja, meine Mutter war 10, also da weiß ich nur, also die hat das als schlimm empfunden. Ne? Nee, da haben die nie so wirklich drüber gesprochen. Verdrängt oder weiß ich. Also meine Mutter war ja auch noch klein, ist ja 39 geboren und 45 war die 6. Da waren die auf der Flucht oder sind gerade dann auch irgendwo hier gelandet. Und als meine Mutter dann älter war und als junge Frau, junges Mädchen, die hat im Haushalt gearbeitet, ne? Und die hat ihre Weihnachten dann wirklich dann bei dieser Familie, die ein bisschen elitärer war und ein bisschen schicker und die hatten auch ein bisschen mehr Geld. Und meine Mutter hat da gearbeitet und hat dann mit dieser Familie zusammen Weihnachten erlebt. Ja, das war ja normal. Man musste arbeiten gehen und ganz genau gucken, wie man zurechtkam. Es war nach dem Krieg alles nicht so einfach. Ne? Ja. Das hat sie schon mal erzählt und in ihrer Erinnerung hat ihr das auch sehr viel bedeutet. Sie erzählt nämlich heute immer noch von der Frau Hase, wo sie mal gearbeitet hat. Ja, aber es sind ja Erinnerungen, die ja auch für sie auch positiv waren. Sie, da hatte sie auch noch keine Kinder, ne? Sie musste die Kinder dieses Hauses da betreuen und da erinnert sie sich aber gerne dran. Also die Arbeit hat ihr da auch Spaß gemacht und die waren dann da früher, ich sag mal, die Dienstmädchen. Die waren auch so
mit in der Familie aufgenommen. Die wurden richtig mit aufgenommen. Wie habt ihr es denn für eure eigenen Kinder so gestaltet? Ihr habt ja alle Kinder. Ich habe das so gestaltet, wie ich das auch erlebt habe. Ich habe nur immer gedacht, hoffentlich wühlen die nicht rum. Das war so mein Gedanke. Weil ich das eigentlich schön fand, wie meine Eltern das uns rübergebracht haben. Ne? Aber Patrick ist ja der Ältere und er hat dem, zumindest weiß ich es nicht, meine Söhne werden es ja auch schauen und grinsen vielleicht, aber da ist irgendwie nie was rausgekommen, dass Patrick, der Ältere, im Florian dann gesagt hat, ich weiß, was du kriegst. Ja. War das bei Ihnen? Also wir haben ja so eine ganz besondere Tradition. Ich finde das nach wie vor schön und gucken, ob das findet also eigentlich bis heute statt. Wir haben irgendwann angefangen, als unsere beiden Kinder geboren waren, also waren die so 2 und 3 oder 3,5. Und da kam immer der Onkel Manfred, darf ich ja hier auch so sagen, ne? Und hat den Tannenbaum mit meinem Mann geschmückt, einen Tag vorher. Und dann gab es halt mal eine Wohnung, da hatten wir auch diese Glasmilchtüre und die Türen waren dann auch zu. Und wir hatten natürlich auch den Abend vorher sehr viel Spaß damit und die Kinder, die wussten halt immer, dass da passiert irgendwas, das ist total spannend, bis sie irgendwann rausbekommen haben anhand der Fotos, das muss ich euch erzählen, da haben wir Onkel Manfred das goldene Haar auf beim Schmücken auf seine Gläte gelegt. Ja. Und dann haben sie gesagt, das ist ja der Onkel Manfred. Und, ja. Aber die fragen halt heute immer noch, ne? Und deshalb dieses Jahr wissen wir ja nicht, ob das klappt, ob der Manfred zum Schmücken kommt. Ja. Also das finde ich auch sehr schön. Ne? Und wir feiern auch, haben immer, seitdem wir Kinder haben, immer alleine Heiligabend gefeiert, nur mit unseren Kindern, ne, und der Familie. Und an den nächsten Tagen haben wir dann die Omas und die Opas besucht. Ne? Also bei uns hat meine Tochter zu irgendeinem Zeitpunkt eine eigene Tradition eingeführt, die wir aber beibehalten haben, jetzt schon viele Jahre. Man kann ja auch mal was Neues aufnehmen. Das wird euch gefallen. Da war die ungefähr das erste Mal, die 14 oder 15. Das war auch so ein schönes Alter, um Weihnachtsbaum kaufen zu gehen. Und dann waren wir halt Weihnachtsbaum kaufen und ich habe immer tolle Bäume ausgesucht. Nein, das will ich nicht. Und dann hat sie gesagt, Mama, nicht immer diese Bäume, die so perfekt aussehen. Nimm doch einen, den keiner haben will. So einen Mitleidsbaum. Ich sage, wieso soll ich denn einen Mitleidsbaum nehmen? Ja, der bleibt dann ganz einsam und alleine hier liegen. Den will keiner. Und das finde ich nicht schön. Sagt sie, lass uns doch so einen nehmen. Da hat ihr einen ausgesucht. Also abgesehen davon, dass er unten sehr breit war, oben sehr schmal, hatte der auch noch 2 Spitzen. Die so wuchsen, so. Und, aber wie man als Mutter ja so ist, ne, habe ich gedacht, ja, wenn ihr Herz dran hängt, fand ich damals auch ein bisschen blöd. Was soll ich denn mit einem Mitleidsbaum, ne? Naja gut, dann haben wir aber den Baum aufgestellt, der kriegte 2 Spitzen auf. Das sind auch tolle Fotos. Und dann im nächsten Jahr war dann natürlich wieder Weihnachten und dann war sie nochmal mit. Und ich glaube noch 2 Mal oder so. Und irgendwann war das dann so, dass ich heute, jetzt wohnt sie ja schon lange woanders und wir sehen uns ja Weihnachten auch nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr. Wenn sie bei uns Weihnachten feiert, achte ich darauf, dass wir einen Mitleidsbaum haben. Also einen, der schief gewachsen ist, einer, der nur gar keine Spitze hatten wir auch schon, wo das so zur Seite weggeht. Ihr wisst, welche Bäume ich meine. Ja, ja. Ne? Ja. Aber ich finde das gut. Ich finde, also das hat sich jetzt eingebürgert bei uns. Und wir haben noch gestern oder vorgestern noch drüber gesprochen am Telefon, dass wir dieses Jahr Weihnachten können wir uns ja nun leider nicht sehen. Und ich habe gesagt, Miriam, du kannst dich darauf verlassen. Wir werden einen Weihnachtsbaum haben und er wird so mitleidig sein. Du wirst an den Fotos wirst du Tränen vergießen. Aber ich finde das schön. Ich finde das auch schön, dass ihr das eingeführt habt. Muss ja nicht immer perfekt sein. Nein, genau. Da steckt ja auch ganz viel anderes drin. Natürlich. Das brauchen wir jetzt nicht ausführen. Aber ich fand die Idee im Nachhinein, finde ich das gut. Und jetzt will ich immer nur solche Bäume haben. Ja. Ne, die nicht perfekt sind. Perfekt ist schon genug in der Welt, ne? Ja, genau. Dieser Drang. Ja, und deswegen habe ich mir auch für meine Kinder dann irgendwann was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar auch etwas, was schon vor Weihnachten beginnt. Die Vorfreude auf Weihnachten sozusagen so ein bisschen zu intensivieren. Ich habe denen Geschichten dazu vorgelesen, jeden Tag, also morgens, mittags, abends. Und irgendwann habe ich gedacht, das habe ich mir überlegt, was kannst du denn noch machen? Was
was steht in deinen Möglichkeiten? Und dann habe ich irgendwann so mit Mehl angefangen, Fußspuren in der Diele zu verteilen. Und ja, dann haben wir eben halt morgens, wenn die dann aufgestanden sind und die haben die Fußspuren entdeckt, da waren die noch klein, ne, wo das dann auch wirklich, das hat die so beeindruckt, das ist bis heute ein Riesenthema, wenn die davon erzählen. Die können sich da so toll dran erinnern, wie ich denen dann die Geschichte vorgelesen habe, dass das Christkind hier mit dem Schneemann gewesen ist und mit dem Nikolaus und dass die durch unsere Wohnung gegangen sind. Ja, das ist einfach irgendwie bleibend. Mit ja, schon schön, Erinnerung mit Puder den Kindern schaffen, ja, ne? Ja, das ist schon genau. Schön, ja. Ja, vor allem so Traditionen, was hast du vorher gemacht? Bei uns hat mein Mann dann immer, damit ich die Geschenke dann auch ne, noch schnell unter den Tannenbaum packen konnte, weil das hat abends nicht mehr geklappt, ja, genau. Ne, bei den Tannenbaum schmücken, hat mein Mann immer die Eisenbahn aufgebaut. Ne? Ist ja, ja Eisenbahn-Fan und dann hatten die Kinder irgendwann dann auch so eine Duplo-Eisenbahn. Ja. Ne? Und dann wurde vorher die Eisenbahn in ihrem Zimmer aufgebaut und in der Zeit ne, konnte ich. Und bei uns gab es auch immer, als die Kinder klein waren, das Essen hinterher, nach der Bescherung. Ne? Ja. Ja, das habe ich auch so gemacht. Das fand ich aus eigenen Erinnerungen. Ja. Ich fand das so schrecklich, dass ich das habe ich auch ganz von vornherein eingeführt. Es ist erst Bescherung und dann wird gegessen. Ja. Ja, das war jetzt haben wir es umgedreht. Das finden jetzt die ist es wieder anders. Jetzt machen wir es wieder umgekehrt. Ja, wenn die Kinder klein sind, ne? Ja. Jetzt sind die Kinder groß genug, ne? Ja, natürlich. Die haben ja auch ein bisschen Instrumente gespielt oder auch ein Gedicht vorgetragen. Heute haben die da keine Lust mehr zu. Ich frage immer, will jemand singen? Aber doch, ich habe beim letzten Weihnachten habe ich meine Familie gezwungen. Mhm. Nee, dann ich habe gesagt, jetzt stellt euch mal nicht so an, wir singen jetzt einige Weihnachtslieder. Und dann wollten sie erst die beiden Brummbären auch, ne? Und dann und auf einmal hatten sie alle Spaß, ne? Ja. So, und dann wurde das ganze Repertoire Weihnachtslieder nämlich dann doch durchgesungen. Ne? Das macht nämlich Spaß, am Tisch sitzen und singen. Und, ja, und die Miriam, die hat jedes Jahr das gleiche Gedicht aufgesagt. Geil, ja, sie hat es aber gemacht. Ja, war witzig. Man muss einfach auch den Willen sehen. Ja, ne? Das ist ja jetzt auch wieder alles anders. Sind die Kinder alle erwachsen, außer Angelika, die ja schon Enkelkinder hat. Ja, da kann du erlebst ich mich das auch. Ja jetzt wieder ganz neu, ne? Da kann ich mich auch an einen erinnern, Heiligabend, wo Mia mit am Tisch saß, war die so 3, 4, mit am Tisch saß. Meine Söhne kochen ja immer bei mir zu Hause und kochen für die ganze Familie. Du hast das schon gut, das habe ich schon verstanden. Ja, und dann saßen wir alle am Tisch und haben gegessen und Mia wollte nicht. Und dann habe ich gesagt, Mia, jetzt sitzt die ganze Familie zusammen, bleib doch jetzt mal sitzen, ne? Ich habe keine Familie. Ich möchte jetzt aufstehen. Das zu dem Thema Feuerbescherung machen. Ja, ja, klar. Die wollte spielen, ne? Ja, natürlich. Aber wir mussten alle so lachen. Lachen, natürlich. Ich habe keine Familie. Ja, für Kinder ist es immer, es ist schön, wenn kleinere Kinder dabei sind, ne? Also es macht schon Spaß, ne? Muss man wirklich sagen. Na gut, wir sind ja noch nicht in dem Genuss der Enkelkinder. Wer weiß auch überhaupt, ob wir da hinkommen. Ja. Na gut, Angelika, du hast hier. Ja, natürlich. Es ist ja auch kein Zwang. Ich möchte das sagen, weil ich weiß, dass meine Tochter hier zuguckt. Dann sagt die, wir schon wieder dieses Thema. Ja, ja. Nein, es ist kein Gesetz, dass man Enkelkinder bekommt. Nein. Absolut nicht. Genau. Ja. Ja. Was gibt's denn noch? Also ich würde gerne noch, ne, meine Oma, die Mutter meines Vaters, die hat ja dann traditionell auch immer einen riesen Weihnachtsfeier dann am ersten Weihnachtsfeiertag gemacht. Das fand ich auch so aus Tradition, ne? War immer sehr aufwendig, aber da traf sich dann die eine Familie zumindest, ne? Im großen Haus mit großem Essen und Kochen und da wurde dann auch noch gesungen. Ne? Es gab viele Enkel, die ein Instrument konnten. Und, Große Familie. Ne? Großfamilie. Und das war viele, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die das so alles geschafft hat. Ja. Da waren wir immer so 30, 35. Ja, das hat sie noch sehr lange gemacht. Also ich hätte gerne mal meine Großmutter gefragt. Meine Großmutter hatte 13 Geschwister. Aber zu dem Zeitpunkt, also meine Großmutter ist schon alt geworden, aber da war ich Mitte 20 oder so. Da habe ich da noch nicht so drüber nachgedacht. Ich hätte mal fragen sollen, wie haben die eigentlich Weihnachten gefeiert mit 14 Kindern? Also ihr Vater hat zweimal geheiratet. Also sie hatte 6 Stiefgeschwister und 6 eigene Geschwister. Sind das jetzt 14? Nee, 7 Stiefgeschwister, 6 eigene Geschwister, meine ich.
Mama, du hörst das. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. aber ich habe nie gefragt, wie meine Oma so als Kind Weihnachten gefeiert hat. Ich meine, das muss ja, und dann wann, das war ja dann irgendwann in den 20er Jahren, nee, noch ein bisschen früher sogar. Und es waren ja viele Familien, die so viele Kinder hatten auch, ja, ne? Das war ja normal. Schon. Und arm wahrscheinlich, mhm. Und ne? Arm, mhm. Ja. Das muss schon speziell dann auch gewesen sein, ne? Anders. Fällt mir nur gerade so ein, weil meine Oma so viele Geschwister hatte, weil wir über große Familie sprachen, ne? Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter schwatzen, aber ich glaube, das war's jetzt erstmal für heute. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten. Wir sind alle bei Ihnen im Herzen. Und was sollen wir jetzt noch sagen? Martina, möchtest du noch mal was zu deinen... Ja, ich wünsche allen Menschen da draußen auf jeden Fall frohe Weihnachten, ein schönes Fest mit ihren Familien. Bleiben Sie alle gesund und wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin. Angelika. Ich wünsche auch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang und dass Sie gesund bleiben und dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Dem schließe ich mich an. Ich wünsche Ihnen auch allen ein wunderschönes Weihnachten, auch wenn es vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders wird. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, Sie im nächsten Jahr dann wiederzusehen. Und jetzt alle zusammen. Fröhliche Weihnachten!